Hallo und willkommen zu meinem ersten Video heute mit dem dummen Toastbrot. Sie ist jetzt kurz auf Stumm, weil sie nicht wollte, dass ich Ansage mache. Und deshalb, ja, geht's gleich los. Bis gleich. So, da sind wir wieder. In der nächsten Runde. Ja. Okay, nein. Yay! Eine Runde Mörder. In Mörder geht es darum, entweder als Innocent so lange zu überleben, wie es geht. Hey, hier sind die Toiletten! Und als Detektiv muss man halt den Mörder töten. Der Mörder muss versuchen, alle umzubringen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Marie, komm, Bibi, komm in die Toiletten. Wie negativ. Nein. Was passiert da? Nein, dann musst du unter Escape, Option, Grafikeinstellungen. Oder nee, nicht Grafikeinstellungen. Ja, das ist normal. Also, Option. Und dann ist Sichtfeld. Und desto kleiner. Ja, das brauchst du nicht umstellen. Dieser Server ist Englisch. Deshalb. Ja, dann mach Option und dann Sichtfeld musst du kleiner stellen. Ach so. Options. Und dann ganz oben links, konntest das auch in der Runde machen. Du kannst einfach auf Options und dann Allegro. Und dann ist die Sprache auswählen. Konntest du auch in der Runde machen. Wieso? Ja. Oh. You are win. I'm detective. Ja, gut. Detekte Chancen. Und da sind wir wieder. Und da sind wir wieder in der nächsten Runde. Mörder. Genau, okay. Inno. Komisch, 9% Detekte. Wie, was bist du? Nee, weißt du? Ja. Kennst du das, wenn du so einen hübschen Jungen siehst und eigentlich weggucken willst, es aber nicht schaffst und dann irgendwie die ganze Zeit zu ihm gucken musst? Ich weiß. Ein bisschen Real Talk. Zu deinem Video. Egal, vergiss es einfach. Und Leute, ich werde unten verlinken zwei Leute. Einmal die ehrenwerte Bibi und einen Louisianer. Frag mich nicht mehr, warum er sich so genannt hat. Hey, wieso? Hey, du bist doch tot.
Ja, ich bin die Letzte. Ich weiß. Wetten, ich schaffe es nicht. Also ich habe 13 Gold und es wird einfach nicht zu einem Bogen, weil ich den Detective-Bogen habe. 13. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Das war jetzt mein erstes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und...